So, eine letzte kurze Review aus England. Und zwar habe ich einen Laden entdeckt, der Spar heißt. Kennen wir aus Deutschland noch früher. In Österreich gibt es dann immer noch viel. Hier ist es eher so eine Art Bioladen, aber sowas hatten sie da auch. Und das sah nicht so bio. Das einzige mit von billigen Sachen. Und zwar ist es ein Chocolate Fudge Brownie Eiscreme der Eigenmarke für 2 Pfund, also ungefähr 2,20, 2,30. Und es ist, ja, Chocolate Fudge Brownie Ice Cream, swirled with a rich chocolate sauce and loaded with chocolate brownies and fudge pieces. Also Schokoladen-Brownie-Eiscreme mit Schokoladensoße und Schokoladen-Brownies und Fudge-Stückchen. Sieht hier gar nicht so schokoladig aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mich auch schon beim Kaufen irritiert. Ich bin mal gespannt. Das sieht auf jeden Fall nach Stückchen aus. Und es ist sehr leicht, hat 84 Milliliter, also eher viel Luft drunter. Wir haben hier die Nährwerte. Und an dem Unterschied zwischen 100 Gramm und 100 Milliliter seht ihr eben, dass da Luft runtergeschlagen ist. 209 Kalorien, 8,4 Gramm Fett, 28,6 Gramm Kohlenhydrate und 3,9 Gramm Eiweiß. Hier habt ihr die Zutaten. Das könnt ihr gerne auf Pause drücken. Wichtig ist mir jetzt hier, dass wir 12% Schokosauce haben, 9% Brownie-Stückchen und 3% Fudge-Stückchen. Und das ist relativ viel für so ein billiges Eis, würde ich sagen. Und da freue ich mich drauf. Und jetzt mache ich's auf. Und entschuldigt das Gewackel, ich habe mein Stativ vergessen. Aber das ist jetzt nur in England so. Auf jeden Fall bis oben voll, das ist mir immer ganz wichtig. Und es sieht ein bisschen von der Konsistenz aus wie das Milka-Eis bei uns zum Beispiel oder das Daim-Eis. Also es könnte lecker werden. Man sieht auch gleich schon Soße und Stückchen. Schmeckt lecker nach kakaoiger Milchschokolade. Nicht besonders, aber hat ja auch nicht viel Fett oder so. Also es schmeckt nicht sehr sahnig, aber schmeckt auch nicht wässrig oder so. Ähnlich wie die Basis in dem Milka-Eis tatsächlich. Hier ist so Soße. Noch relativ fest, aber ihr wisst ja, ich mag es auch gerne fest. Ich hoffe, ich schmecke da jetzt einen Unterschied raus. Ich schmecke einen Unterschied. Schmeckt nach sehr dunkler Schokosoße. Und schmeckt mir sehr gut. Hier kommt auch gleich ein Brownie-Stück, seht ihr das? Das verspricht gut zu werden. Das scheint auch groß zu sein. Kriegt das gar nicht ganz raus, weil es echt groß ist. Ihr seht es hier, aber ich habe schon mal so ein kleines Stück für den Geschmack. Ich kann euch dann nochmal reinfilmen und kommentiert, wie groß dann so ein Stück ist, wenn ich es überhaupt mal so ganz rausbekomme. Hier ist auf jeden Fall eins, hier ist eins. Sind schon 3 Stück an einer Stelle. Vielleicht sogar 4. Hier kommt noch eins. Auf jeden Fall nicht ganz so gooey, das sehe ich schon. Eher kuchig. Schmeckt richtig lecker, einfach nach Schokokuchen. Richtig gut. Warte, dass ich das jetzt erst so spät sozusagen entdeckt habe. Aber ich musste ja auch Ben & Jerry's essen hier. So, und hier kommt so ein Fudge-Stück. Sieht irgendwie lustig aus. So, fast auch schon wie Kuchen. Gar nicht wie Karamell. Fudge ist doch Karamell, oder? Oha, es schmeckt aber wie Karamell. Das ist kleiner als die Brownies. So ein richtig Mumu, ja, auch wie Mumu. Ich habe es viel mit Mumu hier in England, aber es schmeckt wie Mumu. Wahrscheinlich ist Mumu eher Fatsch als Karamell. Eine zuckrige, weiche Konsistenz. Nicht zu weich, eben mit weich mit einer leichten Zuckerkonsistenz. Und ein sehr starker, so wie gebranntes Karamell, so Geschmack. Ich glaube, das wird eine richtig gute Eiscreme. Und die hätte ich wirklich sehr, sehr gerne bei uns. Ich weiß nicht, ob es die vielleicht auch in Österreich gibt. Weil da gibt es ja auch Spar. Und was mich auch interessieren würde, ist, ob es in Österreich die Sorte, da gab es nämlich noch eine Sorte mit Pekannüssen oder mit Erdnüssen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich ärgere mich gerade, dass ich sie nicht gekauft habe. Muss ich dann das nächste Mal in England machen, weil die ist bestimmt genauso gut. Also falls jemand die mal probiert hat oder sich mit Spar-Eiscremesorten auskennt, bitte kommentieren. Wow. Schreibt's drunter, ich bin gerade begeistert. Und ich filme mich natürlich nochmal rein, wie es sich verhält. Ich freue mich wie immer über euren Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten kommentiert, wie gesagt. Also diese Karamellstückchen da drin, die man jetzt nicht so richtig sieht, ja, kommt eins, machen wirklich was ganz, ganz, ganz Besonderes aus. So ein Karamellstückchen-Geschmack hatte ich bisher noch in keinem Eis. Ganz anders, kann ich gar nicht beschreiben. Also beim Essen gefühlt gerade auch mehr Brownies als Eis. Sehr lecker. Viel Soße gab es bisher nicht, aber da ist jetzt mal eine Ecke. Kaum zu unterscheiden von Kuchenstückchen, aber ein bisschen dunkler.